Oh, und wir sehen auf jeden Fall hier gerade Double Random. Double Random Grand Finals. Okay. So will man das doch sehen in Grand Finals. Okay, mal schauen, was Ian so mit Duck Hunt drauf hat. Oh, Mario. Mario ist, glaube ich, noch so der dankbarste Random Char hier gerade. Sehr solider Charakter, den eigentlich so gut wie jeder in irgendeiner Weise so ein bisschen spielen kann. Sehr, sehr basic. Und sehr solide, sehr gut. Ja, bin ich mal gespannt. Das haben wir natürlich... Ja, also diese Begegnung haben wir natürlich schon gesehen heute, aber nicht mit random Charakteren. Okay, also im Moment ist es even. Das normale 1 gegen 1 Begegnung. Gerade nähert sich das Ganze so ein bisschen an. Und da haben wir den ersten Kill und den zweiten. Mit dem klassischen Mario-Kopf. Mario-Kopfnuss. Es ist natürlich auch schwierig, wenn man den Doubles Duck Hunt bekommt. Auf jeden Fall ein Charakter, der schon ein bisschen mehr Zeit beansprucht, was die Lernkurve angeht. Hat Stärken, hat aber auch starke Schwächen. Sachen, die unterdurchschnittlich sind einfach. Moin. Willst du kommentieren? Will sie auch? Okay. Ja, perfekt. Ja, okay. Dann machen wir jetzt einen schnelles Commentary-Wechsel. Wir haben hier Team Nummer 3 mit der Bronzemedaille heute. Charakteren, Lukas, Ridley, Duck Hunt und Mario. Also die Charaktere, mit denen sie richtig aufgestiegen sind, vor 3-4 Jahren angefangen haben, hier in der norddeutschen Szene aufzuräumen. Und jetzt hier im Doubles-Format. Ja. Okay. Ich vermute mal, dass der Tag Knife eine Referenz zu Marios Nice Bag ist. Die Triple Cape! Und er brauchte nicht mal die Backer diesmal. Einfach die Bedrohung der Backer hat da Funk einfach nervös gemacht und er ist gestorben. Aber, aber machbar für einen, da muss er immer nur. Ich meine, er ist ja zu zweit, also ist immer noch evenisch. Ja, also ich denke, das ist ziemlich easy für Ian. Also vielleicht hat er sogar leicht eine Advantage gerade. Ja, dann auch die Sheriffs. Ja, also das ist eigentlich 3 gegen 2 zur Zeit. Also. Sollte er haben. Ed Sheriffs, er hat... Ich war gecaped, einfach so. Ich finde eigentlich, Duck Hunt sollte immer 1 gegen 2 spielen, weil es sind 2 Charaktere, also das ist ziemlich unfair. Oh, der Down Smash! Das war schön. Ein schön wichtiger gefehlt. Kill. Jetzt müsste er nur noch 2 andere holen. Kein Spike. Kombo-Versuche. Cape, keine Backer. Keine nice Backer, das ist sehr schwach von Nice. Vielleicht ausversehen. Was hat die da? Die eigene Dose. Die eigene Dose wurde vom Wasser auf es drauf gespritzt. Das war sensationelles Gameplay hier. 10 out of 10. Und da sind wir sogar in Kamera. Krass. Mit Iwo. Da ist Evjev. Evjev. Der Chomky. Und was hältst du von dem, ich weiß nicht, wie viel, war das erste Match? Erste Match schon, ne? Ich glaube schon. Ja, erste Match. Was hältst du davon? Und die weckt, ich glaube, das ist random. Charakterwechsel. Nein, die haben alle ihre Charakter gewechselt. Die haben so einen Secondaries gewechselt. Ja, stimmt. Offenkundig, ja, also. Ja, es ist halt,
Stans ehemaliger Teamkollege, glaube ich, so, Malekönig hat. Ich glaube, Stan hat mit Malekönig eigentlich mal geteamt, oder? Könnte sein. Und was Nice? Nein, Nice ist halt mit Malekönig geteamt eigentlich. Oh, aber ja, richtig aggressiv auf Set. Oh mein Gott, das hat der Falco den Richter gespiked. Tja. Da kann man sehen, wer wirklich hier der Scharfsrichter in diesem Set ist. STN weiß auf jeden Fall, dass er möglichst viele Buttons mit Falco drücken muss. Man darf, bei Falco ist es sehr wichtig, dass man das ungefähr wie bei Dance Dance Revolution spielt. Vor allem, mehr als im Stand gerade Up-Tilt gemacht hat, das mochte ich. Das könnte spielentscheidend sein, der Schiefrack. Das war ein ultimatives Mindgame, also die Konzentration und er wurde outplayed halt. Das war die Threat vom Up Smash getroffen zu werden, hat halt so viel, so hart gecovert, dass es einfach ein 100% garantierter Kill kommt. Oh, da war wieder ein Up Smash Versuch. Ist nichts. Wie viel hat Stocks hat Meisters eigentlich? Ich glaube zwei, oder? Ich glaube auch er hat zwei. Die sind ziemlich evilisch gerade. So relativ. Der Funk ist gerade fast am Sterben, nicht mehr am Sterben. Einen auf jeden Fall gut am Stocktaken. Mhm. Mit seinem Secondary. Schöne Richter-Kombo. Und der Falco fliegt! Falco-Kombo ist einfach. Warum kann er das eigentlich? Wunderschön. Und er ist tot! Krass. Jen ist einfach gestorben und hat sich. Das war ein sehr schneller Stock und jetzt ist auch. Ist auf den Last Stock. Der Funk auch eventuell. Das war eventuell echt der Game Changer hier. Das ist da. Der Chonky hier da explodiert ist. Was ist das? Da wurde er getchguardet. Boah, STN hier kann so aggressiv der kann Set, richtig ne? gut edgeguarden hier da mit dem Falco. Da kennt er gar nichts. Das ist echt beeindruckend, wenn man so denkt, dass sein Main-Ike eigentlich nicht dafür bekannt ist zu edgeguarden. Dass er es so gut macht. Ja. Die haben durch uns zwei soliden 2 Stock Lead hier mit STM und Nice Face. Oh, der Slash des Todes wurde wieder gemacht. TDD muss ein Wort lang genug überleben. Okay. Ich meine, er kann ja noch bis 200 überleben. Oh, wunderschöne Backer. So, jetzt muss nur noch Nice Face weggeschlagen werden, dann hätten sie vielleicht eine Chance. Aber Nice Face hält die Edge ziemlich gut und. Oh, wurde von Dafung hat ihn gerettet. Yeats? Oh, das war ein sehr gutes. Sehr gute Kombo-Idee. Alle sehr hoch. Alle außer Falco. Und Yeats. Er lebt noch? Oh, beide sind auf Stage. Das könnte eventuell entscheidend sehr, sein. Sehr, sehr gefährlich. Oh, beide haben es geschafft. Die Let's steppen sich gegenseitig. Noch mal oh, ist es tot? Nein. Auf die Stage zu kommen. Der Funk stirbt nicht. Doch, oder? Die Richter hat eine schlechte Utami, aber die Teller hilft. Oh. Die leben hier das so der Schlüssel an, auch. An der okay, Kante von morgen. Jawohl, check mal alles kaputt. Echt unglaublich, dass die beiden hier so lange überleben hier. Ja, so. Die Rage von DDD könnte natürlich. Oh. Nevermind. Hat er sofort umgebracht. Oh, er lebt noch! Gott, ist never mind! Ich hätte das nicht sagen sollen. GG's. Er ist fett, aber er ist nicht nett. Nett Gesicht und Schatten der Nacht haben jetzt das Doubles Bracket